Imaginez un parti politique. Wenn die Satirezeitschrift Titanic eine eigene Partei gründet, darf man mit allem rechnen. Denn bekannt ist die Monatszeitschrift ja eigentlich dafür, dass sie unter anderem Politiker in unmögliche Situationen bringt und sie dann dem Gelächter ausliefert. Die Partei, so heißt die Formation, will bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 22. Mai bereits antreten. Mit einem, sagen wir einmal, ungewöhnlichen Programm. Jana Zimmermann berichtet. Ein denkwürdiger, ja historischer Moment war es, als die Partei um 13.17 Uhr am Berliner Bahnhof einfuhr. Keine Sekunde lassen die hochprofessionellen Strategen dieser politischen Neugründung verstreichen, ohne sich medienwirksam in Szene zu setzen. Der Vorsitzende Martin Sonneborn ist uns als Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic bekannt, nun aber meint er es ernst. Wir feiern die Zulassung für die Nordrhein-Westfalen-Wahl, die uns jetzt gerade zuteil geworden ist. Ich denke, das ist der Anfang vom Ende des Schröder-Regimes und wir wollen hier heute in Berlin demonstrieren. Wir werden einen Marsch wieder das Brandenburger Tor veranstalten und hoffen, dass die Berliner uns hier unterstützen. Der originelle Name ist das Programm. Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliteförderung und Initiative steht nach eigenen Aussagen eher links. Weil man heutzutage mit Strickpullis niemanden mehr bestricken kann, hat die Partei sich komplett neu eingekleidet. Der Parteianzug kostet laut Schatzmeister sparsame 49 Euro. Die Vorfahrt an der Siegessäule ist stilvoll. Hier versammelt sich der Demonstrationszug. Berliner Beobachter stellen die entscheidenden Fragen. Ich finde es nur irritierend, dass Sie alle so gleich angezogen sind. Ja, wir sind eine... Vereinsmäßig, als Partei, oder? Als Partei so gleich angezogen. Wir sind angezogen. Eine Partei, die anderen Parteien überflüssig zu machen gedenkt. Und insofern zeigen wir hier ganz klar Flagge. Und dann geht's los. Straße frei für die Partei. Hallo! Das Programm der jungen Truppe ist eine Sensation. Widerspruchsfrei und zukunftsweisend, völlig neu nur die Forderung, die Berliner Mauer müsse wieder hochgezogen werden. Hoch, hoch mit der Mauer! Es ist so, dass wir uns ja nur zum Sprachrohr einer Gruppe des Volkes gemacht haben und die mit 25% nach Vorsorgeumfragen ja recht groß ist. In einer Demokratie versuchen wir natürlich auch dieser Gruppe Gehör zu schaffen. Zu verschaffen, muss es heißen. Kurze Schrecksekunde, als eine unangemeldete Gegendemo auftaucht. Doch nach einer heftigen Straßenschlacht stellt sich heraus, dass es Kreuzberger Sympathisanten sind, die überzeugt von die Partei nun einfach die Marschrichtung wechseln. Der Zug vergrößert sich spektakulär auf über 200 Teilnehmer. An der Stelle, an der die Berliner Mauer stand, deren Verschwinden immerhin noch 75% der Bundesbürger begrüßen, zeigt der Parteivorsitzende große Sensibilität. Mein Ehrenwort, dass mit uns an der neuen Mauer kein Schießbefehl zu machen ist. Und was sagt das Volk? Zukunft. Wer so einen Blödsinn ernsthaft betreibt, der soll, weiß ich auch nicht, was er machen soll, aber er soll hier nicht zum Brandenburger Tor. Soll er vielleicht Satire machen? Satire, ja. Das ist schön. Die Partei jedenfalls verspricht einen populistischen, schmierigen Wahlkampf. Ehrenwort.